begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Omsi. Wie ihr seht, sind wir heute auf dem frisch erschienenen Rheinhausen-Add-on unterwegs. Und natürlich auch mit dem Bus, der mitgeliefert wird auf dieser Map, nämlich dem C2Ü. Mit dem Bus vom Land in die Stadt. Ist das Thema hier auf der Map. Wir haben durchaus Überlandanteil, den wir heute aber nicht befahren werden. Wir werden heute einen Stadtteil oder eine Stadtlinie fahren, wohl eher gesagt. Eine eher kurze Linie, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Nämlich die Linie 15 vom Nordbahnhof aus, wo wir hier gerade schon stehen in der Wendeschleife. In Richtung, wie es da schon draufsteht, Rheinaue. Bei uns geht es auch gleich los. Vorher möchte ich den Bus mal kurz zeigen. Hier von außen so gesehen, typisch C2. Das neuere Modell, was man daran erkennen kann, dass man hier vorne bei der Matrix nur noch so einen kurzen Überstehdings hat, der nicht mehr so weit geht wie hinten beispielsweise oder beim anderen C2-Modell vom 3-Generationen-Add-on, sondern nur so kurz hinter der Matrix abschließt. Wir haben außen Schiebetüren, wie ich hier mal kurz demonstrieren kann, die auch beim genauen Hinschauen so ein bisschen wackeln, was eigentlich auch ganz cool ist. So, für den Überlandbus typisch haben wir Überlandbestuhlung, hinten so eine kleine Konferenzecke. Ja. Dann haben wir weiterhin hier vorne eine kleine Rollstuhlfahrerecke und hier oben eine Innenanzeige. Hier drinnen haben wir, ja, der Mercedes-Stern ist von mir drauf gemacht, aus dem anderen C2, wenn jemand fragt. Einfach rüber kopiert. Ja, hier natürlich wieder Bedienelemente, wie man sie so üblich hat. Hier oben Heizung, Fahrtenschreiber kann man auch wieder benutzen. Ja, komm nochmal raus. Kann man auch wieder einlegen und wieder benutzen, wenn man Lust drauf hat. Ja, und dann kann man hier bei unserem schönen Drucker soweit Karte einlegen, Betriebsbereich, drücken wir auf das grüne Kästchen und dann geben wir unseren Kurs ein. Wir sind der 15.2, ist das richtig? Von Nordbahnhof Richtung Rheinau, das passt. Wir stehen am Nordbahnhof und da können wir uns schon mal die Matrix angucken. Vorne Rheinau, Uferpromenade, Linie 15. An der Seite haben wir keine Linienanzeige, sondern nur eine Zielanzeige. Und hinten nochmal die große, volle Anzeige mit Linie und Ziel. Motor können wir auch schon mal anmachen. Da geht auch gleich mit die Heizung an, wie wir hören. Und ich würde sagen, wir können schon mal vorrücken. Aber um den Gang anzulegen, brauchen wir keinen Bremse drücken. Ich dachte erst, wir müssen Bremse drücken, aber ist ja kein Morphibus oder kein Altair-Bus, von daher geht das ja. So, wir fahren jetzt hier vorne gleich zur Einstiegshaltestelle. Da stehen auch schon ein paar Leute. Das ist eng. Aber es ging, anscheinend. So. Ich bin auch soweit noch nicht auf der Map gefahren. Habe den Bus noch vorher ganz kurz mal angeguckt. So ein bisschen. So. Schönen guten Tag. Türen. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja, eine Tageskarte. Gut, gucken wir gleich mal. Tageskarte 5,70. Wie viel haben wir bekommen? 5,70, okay, das passt schon. Das passt. Ja. Türen ist so eine Mischung aus Druckluft und elektronisch, weil, wenn wir hören, klingt das eher elektronisch. Aber vorne klingt das doch irgendwie so, wenn wir sie aufmachen. So jetzt nicht, aber da so kurz klingt das doch schon so ein bisschen druckluftmäßig. Und das Hinterfahren dann eher elektronisch. Ist auch gar nicht mal so unreal. Ich bin im Sommer selbst mit so einem C2Ü gefahren. Das klang recht ähnlich. Genau. Hier ganz normal, wieder normale Bedienelemente, wie das so ist. Nichts Besonderes hier, Warnblinker, der auch mitblinkt, wie man sieht. Oder Kneeling, kann ich auch mal kurz reinmachen. Das wirst du mal sehen, sieht dann wie folgt aus, so genau. Kann man auch hier nicht rausmachen, sondern erst wieder, wenn wir die Tür zumachen. Genau. Gestaltung hier, so was ich hier bisher schon gesehen habe, sieht echt cool aus. Auch schön mit eigenen Texturen gearbeitet. Wie man hier sieht, auch sehr qualitativ hochwertig. Dann hier so Bahnsteig, weil wir sind ja am Nordbahnhof, ist jetzt nicht der größte Bahnhof, aber immerhin Bahnhof. Hier so ein paar kleine Häuserchen, aber auch hier die Haltestellen. Schön niederflurgerecht, oder ansatzweise niederflurgerecht gehalten. Alles fein. So, wir müssen eigentlich jetzt losfahren. Das tun wir auch hier unten noch. Linienliste, wie wir sehen. Und Tür machen wir wieder mit dem Schalter hier oben über der Gangwahltasten auf, wie es beim C2 in Omsi üblich ist. So.
Dann wollen wir auch mal losfahren. Hier ein bisschen enger gehalten, nicht so großzügig wie in der älteren Version, wo hier noch die 40 hinfuhr. Wir haben auf der Map ganze 10 Linien. Davon fahren wir heute eine der kürzesten. Die 15 ist eine der 4 Linien, die sich mit einer anderen Linie im Wechsel befindet. Und zwar ist das die 15 mit der 45 sowie die 25 mit der 35, die sich abwechseln. So dass man, wenn man an der Uferpromenade ankommt, dann zur 45 wird. Umgekehrt, umgekehrt. Dann haben wir noch 3 weitere Linien. Nämlich die... ein Glück. Nämlich die 31, 41 und 51. Die 31 ist die Linie, die nach Gellenberg rausfährt, die den größten Überlandanteil hat, die wir definitiv dann auch noch fahren werden. Gehört sich ja so, dass man, sage ich mal, mit die Hauptlinie des Add-ons fährt. Genau. Und wer richtig zählen kann, sind wir hier bei 4 Linien, die sich jeweils austauschen. Plus 3 sind wir irgendwie nur bei 7. Ja, liegt daran, dass es noch 3 Nachtlinien gibt, die N1, die N2, die N3. Die jeweils die Endhaltestellen dieser anderen 7 Linien abklappern. Weiterhin haben wir dann noch zusätzlich Schülerverkehr, der hauptsächlich die Linien verstärkt, aber also die Linienwege nutzt, der Linien, die schon da sind, aber auch kleine Unterschiede macht. Nächste Haltestelle, Albert Einstein Gymnasium. Genau. Die Linien sind auch schön im Handbuch beschrieben, was wie wo ist. In der AILIS kann man sich das auch so schön ändern, weil aktuell fährt dann nur der C2Ü drauf und das ist ja mehr der Überlandbus. Es ist in der AILIS auch schon in Stadtbus Solo, Stadtbus Gelenk und Überlandbus eingeteilt. Das finde ich richtig schön, sodass ich mir dann hier auch entsprechend KI-schonende, oder nicht KI-schonende, performance-sparende KI-Busse draufsetzen werde in Form eines MAN-Stadtbusses, den ich allerdings noch repainten muss. Oder gucken muss, ob es dafür ein passendes Repaint gibt. Unter. Genau, hallo. Weil die haben eine KI-Variante und das ist wesentlich performance-sparend als ein Bus, den der Spieler selber steuern kann, weil da sind kaum Funktionen drin dann. Genau, soweit so gut. Es sieht eigentlich bisher ganz cool aus, was ich so sehe. Wir haben hier in dem Add-on auch neue KI-Fahrzeuge, wie man sieht, die rumfahren und auch hier parken, wie wir bisher auch schon erkennen konnten. Finde ich auch ganz cool. Das macht natürlich dann auch das Feeling gleich wieder viel schöner. Weiterhin sind wir gerade so in einem, naja, Stadtrand, könnte man schon dazu sagen, Gebiet, sodass hier der Gestaltungswert noch nicht allzu hoch ist. Der wird dann im Laufe der Annäherung zum Stadtzentrum immer größer. Das Stadtzentrum ist so geblieben, wie man es aus Rheinhausen kennt, mit Hauptbahnhof, Domshof und so weiter. Nur halt ein bisschen aufgepäppelt, ein bisschen schöner gemacht, mal hier und da noch ein bisschen was umgestaltet, dass es den Ansprüchen entspricht. Genau, wir haben hier auch zahlreiche neue Objekte mit vertreten, auch neue Texturen, wie wir hier auch überall sehen, sodass das wirklich wesentlich schöner ist als, sag ich mal, vorher. Wo dann doch noch viel eben auch der Omsi 1 Zeit geschuldet mit diesen komischen Gehwegen gebaut sind, die keine Höhe haben. Und dass das eben alles noch so ein bisschen alt gewirkt hat und dass das eben alles noch so ein bisschen Omsi 1 mäßig gewirkt hat, weil Rheinhausen ja eine Karte ist, die so gesehen mit der Version in der 5. Generation gibt. Und die sich entsprechend auch durchgezogen hat und da kann man nun mal nicht immer alles ändern. Das wurde hier jetzt eben getan. Und das finde ich auch okay, weil eine Map in der Größe kann man durchaus sagen, wenn man die verbessert, kann man auch mal was verlangen, weil das ist eine Heidenarbeit. Es ist wie wenn man eine neue Map baut an sich, nur dass man halt den Streckenverlauf schon hat und alles eben ein bisschen neu baut, hier und da mal was erweitert. Und deswegen finde ich, da ist das auch gerechtfertigt und eben auch so ein paar Sachen ein bisschen umgestaltet, wie sie vielleicht für einen selbst schöner sind, aber eben das Originalfeeling noch behält. Weil man hat ja gesehen, hier die Endstelle vom Nordbahnhof wurde komplett umgestaltet. Ich glaube, ein paar andere Stellen wurden auch nochmal richtig auf den neuesten Stand gebracht, die dann eben früher mit den alten Bussteigen gebaut wurden. Dass das dann halt auch jetzt dem Gesamtpaket
entspricht. Und eben Richtung Gellenberg wurde erweitert. Das Linienkonzept wurde komplett überarbeitet. Wir haben ja jetzt nicht mehr nur noch die, so gesehen, 10er-Linie, die sich dann immer aufgestapelt haben. Also 10, 20, 30, 40, 50. Sondern wirklich auch verschiedene Linien in verschiedenen Nummernsegmenten. Aber eben die Linien, die mit einer 1 enden, das sind die, die selber fahren. Und die Linien, die mit einer 5 enden, sind halt die, die sich untereinander abwechseln. So dass man da auch ein kleines System drin hat. Und jede Linie hat halt so seine kleinen Besonderheiten. Also unsere Linie jetzt nicht ganz so groß, weil wir auch die kürzeste Linie sind. Da haben wir jetzt auch nicht so viel. Guten Tag, einen normalen Fahrschein. Einmal normal. Das ist Standard 2,20. Das heißt, du bekommst... Danke. 2,80 zurück. So, die Tür können wir zumachen. Gut, dass ich hinten noch so ein bisschen mit dem Hintern rausstehe. Da kann ich jetzt nämlich vorne wieder reinfahren. Ja. Den Bus an sich finde ich richtig schön. Die Texturen sind zum 3 Generationen und wesentlich besser geworden, muss ich sagen. Beziehungsweise auch wesentlich schärfer, was das Ganze ja entsprechend qualifiziert. Oder was über die Qualität spricht. Ah, Betriebshof. Wie ich übrigens... schon mitgekriegt habe, gibt es auch ein Standmodell von diesem Bus, sodass wir auch auf dem Betriebshof diesen Bus stehen haben. So, ich glaube, wir müssen geradeaus fahren. Genau, wir können aber gleich mal kurz... ach so, Gott, ich dachte gerade, wir müssen darüber fahren, dann doch, aber nein. Das sah dann doch nur so aus, wie wir gesehen haben, auch gerade einen neuen LKW gibt es auch. Klein, aber fein. Das ist ja nicht so dramatisch, da gibt es ja auch genügend andere Fahrzeuge, die man da raufsetzen kann. Ich mache jetzt mal kurz auf Pause. Genau, und hier drüben sehen wir den Betriebshof, die Standmodelle des Busses, auch hier hinten, an verschiedenen Stellen stehen sie, ist wirklich richtig gut gelungen, sieht richtig schick aus, genau. So, hier davor noch ein Bauhaus, ein Bauhaus, ja. Wer es übrigens noch nicht erkannt hat, das ist das neue Design hier von den Rheinhausener Verkehrsbetrieben der AVB. Möchtest du jetzt, ich glaube, du möchtest deinen Standardfahrschein ermäßigt haben. Nein, möchtest du nicht. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? 1,20. Heißt, du kriegst... Sie haben mir zu viel Rückhalt. Ja, du kriegst 3,80 und nicht 4,80. Ist ja okay. Schwupp, 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 schwupp. So. Danke. Da haben wir das auch geklärt. Und können weiterfahren. So. Jetzt kommen wir auch zunehmend in die Stadt rein. Sodass wir dann auch gleich Kollegen begegnen dürften und dass die Performance logischerweise auch etwas schlechter wird. Bei mir ist es ja klar, weil ich habe ja hier nebenbei noch eine Aufnahme laufen. So. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal hier abbiegen, weil das ist die Hauptpost, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sind wir gleich am Hauptbahnhof. Richtig. Wir müssen hier rechts abbiegen. Hier sind wir auch sonst schon immer rechts abgebogen und fahren direkt auf den Hauptbahnhof zu. So, ich kann auch hier Haltestellenbremse reinmachen, wie sich das für einen ordentlichen Bus gehört. Dass das möglich ist. Und hier fahren wir dann auch gleich in den Innenstadtbereich von Rheinhausen. Genau. Hier kann ich jetzt auch mal kurz die Innenanzeige demonstrieren. Hauptpost, und wenn wir dann halt gleich stehen, kann ich es auch nochmal zeigen. Da steht dann 15 dran. Zahlendreher drin gehabt. Und dann eben entsprechend mit der Zielanzeige, so gesehen. Also mit Rheinaue Uferpromenade müsste dann auch noch dran stehen. Ja, jetzt lädt er gerade den Hauptbahnhof nach. Hat man gerade gut gemerkt. Boah, was ist das? Ach, ich fahre doch nicht schlecht. Ich fahre nur angepasst. Angepasst an einen neuen Bus. So, jetzt dürfte es richtig 15 rein, aber Uferpromenade steht jetzt dran. Hallo. Guten Tag. Und die Ampel da vorne ist wieder rot. Und ich sehe gerade... Oh. Die hintere Tür war noch offen. Ich sehe gerade, wir sind 2 Minuten zu spät. Das finde ich aber nicht okay. So.
Kommt der durch? Er kommt bestimmt durch, weil ich stehe ein bisschen schräg jetzt gerade. Aufgrund des Falschparkers da neben mir. Was auch cool ist, dass jetzt hier entsprechend Schilder aufgestellt wurden. Hier mit Parkschein, Bewohner frei und so, und auch Parkscheinautomaten aufgestellt worden. Halt so ein kleiner Detail gerade, der auch immer schön ist. Jetzt kommt das schon ein KI-Kollege entgegen. Schönen guten Tag. Der fährt auf der Linie, lass mich kurz gucken, 41. Das ist die zweitlängste Linie. Die fährt vom Reinhardshof in Richtung Juliansberg. Und fährt hauptsächlich parallel zur Stadtbahn. So dass man dort auch öfter mal an der Gleisstrecke vorbeikommt. Und hier die Stelle müsste man eigentlich kennen als erfahrener Rheinhausen-Spieler in OMSI 1 schon. Weil seitdem hat sich die ganze Sache eigentlich nicht verändert. Wir müssen hier hinten hin, an den Bussteig. So, und hier muss ich auch gleich mal was gucken, weil das sieht ja schon mal von den Texturen her gerade richtig cool aus. Muss ich gerade mal gucken, wie das ist.